Was hast du da? Darf ich das mal sehen? Aha. Oh, ein Wollknäuel. Yippie. Das ist ja... Wookie. Wookie. So, gleich nächste Trance. Wookie. Juhu. So. Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Und dort, wo in der Realität das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt. Wurde dir nicht gesagt, dass du das Schulgelände nicht verlassen darfst? Man darf, aber... Das wusste, aber die Regel, wie kon... So, wir haben wie immer nichts dabei. Leider. Okay, Lilly hatte keine Zeit für ein Bad. Dann die Rippe ins Teer. Und der Spinne ins Gesicht. Lilly war gespannt, ob das wohl irgendeinen Effekt haben würde. Sozi! Sozi! Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. Das war ja jetzt nicht sonderlich schwer. Hoffentlich können wir auch Harvey noch retten. Also, dass er wieder seine richtigen Augen bekommt. Lilly hatte die zweite Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. Na gut, wir müssen ja auch zur Zeit keine Verbote umgehen. Moment. Ja, ist gut. Das Problem ist aber halt wirklich der Anzeigefehler. Deswegen, würde ich einfach mal sagen, ich starte das Spiel gerade mal ganz kurz neu und wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. Ich hoffe, das hilft etwas. Also, BG. Hallo und herzlich willkommen zum gruseligen Kirchenmusik-Simulator. Ja. Ich hoffe, dass das Problem jetzt einfach behoben ist. Und... Erwachsenen widersprechen. Kann ich jetzt also machen. Also folge ich mal Edna. So. Kapitel 2. Ednas Versteck. Juhu. Kapitel 2 von 10.000 oder was? Wäre cool, als wenn das Spiel so lang gehen würde. Als Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Spar dir das. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Was ist denn jetzt noch? Ach, sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, na, diese Edna finden, stimmt's? Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Es ist ein Fluch. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu, Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich.
Es dauert sicher nur wenige Stunden. Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum. Oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden ja, macht man keine Scherze. Wir sind Freunde. Hehe. Spockst dich. Wo ist der Harvey hin? Ich muss den kaputt machen. Lilly kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografie-Utensil durch ein vergittertes Fenster verschwand. Sag mal, da ein Pizzakarton, okay? Okay, sonst haben wir da nichts drin. Gitterfenster, sehen wir uns mal an. Gitterstäbe legten. Okay, Fahrrad. Das musste das Polizeiauto sein. Wenn bei Lilly die Luft raus war. Luftpumpe können wir bestimmt gebrauchen. Die nehmen wir noch mit. Das Fahrrad können wir nicht nehmen. So, gehen wir zurück ins Dorf. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Grafik hat was. Die Grafik hat echt was. Finde ich super. Den Stil. So. Moorsee und Brücke. Das ist also das Versteck. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Gerade im Moment gibt er mir aber noch nicht die Möglichkeit, die Trance aufzurufen. Der Weg, den Garrett gegangen war, führte Lilly zu einer kleinen Brücke über einen der brackigen Seitenausläufer des Moorsees. Hier waren zwei vertrauenserweckende Männer mit weißen Kitteln zu Werke, die Lilly zunächst nicht so recht einzuordnen wusste. Auf der anderen Uferseite erkannte Lilly außerdem Garrett in einem Gebüsch. Offenbar wollte er von den beiden Männern nicht gesehen werden. Und obschon die beiden nächtlichen Herumtreiber einen sympathischen Eindruck auf Lilly machten, entschied sie, es dem Jugendermittler gleichzutun. Und? Hast du schon was gefunden? Musst du das andauernd fragen? Ich melde mich schon, wenn ich was entdecke. Hast ja recht. Wahrscheinlich hat mich Dr. Marcel langsam mit seinem Wahnsinn angesteckt. Seit wir diesen Stoffhasen am See gefunden haben, ist er wie besessen. Wir sollten uns um Patienten kümmern, nicht im Moor rumstochern. Und dann dieser absurde Plan mit der Hypnosepuppe. Hör bloß auf. Und such lieber weiter. Hast du mittlerweile eigentlich was gefunden? Tja. Lilly hatte genug gehört. Die Männer in Weiß waren anscheinend Handlanger von Dr. Marcel. Offenbar war Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es. Lilly wollte die Pflege. Okay. Hast du auch was gehört? Ich weiß nicht. Hoffentlich nicht schon wieder ein. Ich bin immer noch. Hast du auch was? Ich weiß. Hoffentlich. Ich bin immer noch. Garrett tat
An der Futterkrippe hing ein Schild. Säbelzahnwildschweine nicht füttern. Säbelzahnwildschweine sind äußerst gefährlich. Im Falle einer Begegnung keinesfalls wie ein braves Klosterschulmädchen aussehen. Säbelzahnwildschweine sind nachtaktiv, werden bis zu 2 Meter groß und lauern gerne in allen Schatten. Sie sind häufig in der Nähe von Revierkraut anzutreffen, da sie an den Blättern der Pflanze ihr Revier markieren. Also meiden sie nach Anbruch der Nacht Gebiete, in denen dieses Kraut wächst. Der Förster. Lilly hätte die Warnung ja gerne beherzigt. Aber sie hatte keine Ahnung, woran sie Revierkraut erkennen sollte. Also hier können wir anscheinend noch nichts machen. Dann gehen wir wieder zurück. Also hoch zum Kloster kommen wir auf jeden Fall nicht mehr. So, das heißt, wir müssen im Dorf was machen. Hinterhof da. Gehen wir mal in die Bar, wie es sich gehört. Ach. Was macht der denn hier? Oh, was haben wir denn da? Ein kleines Mädchen, ganz ohne Eltern, allein, in der Nacht. Wie nett, was treibt dich in diese dunkle Spelunke, in der dich niemand schreien hören würde? Der Alkohol, ich kann keinen Alkohol an Kinder ausschenken. Mir fehlt das Rezept für den einzigen alkoholischen Cocktail auf der Karte. Den Volcano Bes. Außerdem sind mir die Zutaten. Wenn du also etwas trinken möchtest, solltest du auch die passenden Zutaten dabei haben. Dafür sind die Drinks dann umsonst. Hier, die Karte. So, werfen wir doch mal einen Blick auf die Cocktailkarte. Wenn du etwas. Hast du denn auch alle Zutaten beisammen? Nein, dann. Wenn du. Okay. Ein Volcano Berserker? Da fehlt mir. Das hat der Vorbesitzer. Oder. Sie haben ihn ja. Werden. Nachdem ihr. Der Ver. Ich finde es so geil, weißt du, wie im Radio jetzt im Hintergrund dieses Lied läuft. Alkohol trinken, lügen, welche Orte wütend werden. Das brauche ich unbedingt. Dann kann ich hier alles benutzen. So. Flunderautomat. Um den Automaten zu be- und sind es doch nur ein paar Schrammen. Ich frag mich, was der Barmann eigentlich hier macht. Ich meine, der ist ja eigentlich in der Anstalt in seiner Bar. Bei der Anstalt in seiner Bar. Oh, Friedhof. Da soll es ja ein Easter Egg geben. So, Moment. Das ist noch alles hier HD, ne? Es soll ja wirklich jetzt einen 800x600 Bildschirm geben. Boah, ist das geil. Mega cool. Miranja, das Medium. Okay, gucken wir mal. Was? Ich warte mal. Nein, hier ist nicht Tante Cordula. Mein Name ist Miranja. Miranja, das Medium. Wie oft soll ich das... Was? Das ist doch... Moment. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Entschuldigung, Kleine. Das kann noch einen Augenblick dauern. Das ist schon wieder dieser Barkeeper Max Mixo. Ein lästiger Typ. So tot und trotzdem noch so laut. Insgesamt sind die Geister heute sehr unruhig. Sie plappern alle durch, wenn ich doch nur Ohren... Wie war das? Jetzt hören Sie mal, meine Dame. Ich bin doch... Ich bin mir sicher. Max Mixo, sei doch bitte... Hier sind noch an... Wer? Miranja war beschäftigt. Lilly hatte vollstes Verständnis dafür. Sie wusste, wie besonders...
Oh, was hast du denn? Ist das etwa... Warte mal. Mir. Okay. Nehmen wir mal die grüne Neonfarbe mit. Feuer. Lilly lauschte, ob sie... Du weißt, was du zu tun hast, Lilly. Alles muss brennen. Alles. Aber da waren keine. Zumindest keine, die sie noch nicht... Cool. Echt, diese 800x600er-Bild-Screen. Mega cool, dass sie den wirklich so übernommen haben. So, gut. Wir gehen mal zur Polizei. Da kann ich denn jetzt hier schon wieder keine Verbote auswählen. Oh Mann, so manchmal echt zum Heulen. Ach, guck mal. Der Herr Polizist aus dem Dingens da. Was? Oh, puh. Nur ein kleines Mädchen. Was irrst du hier so rum, mitten in der Nacht? Hast du gar keine Angst, dass dich die Irren erwischen? Das solltest du aber. Also husch, zurück in dein Bettchen. Oder willst du etwa eine Anzeige erstatten? Aha. Oh je, oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Doch nicht etwa Dr. Marcel, oder? Aha. Psst, nicht so laut. Der Doktor ist ein einflussreicher Mann. Wir wissen zwar alle, dass er etwas auf dem Kerbholz hat, aber mit solchen Anschuldigungen muss man, solange du mir keine Beweise voll... Okay. Du willst... Na, ich will... Sei Doktor am besten und ver... Das... Okay, gut. Doch, ich möchte aber Anzeige erstatten. Aha. Und... Und zwar den Barmann. Doch nicht etwa den Barmann, oder? Aha. Oh je. Um ganz ehrlich zu sein, kam er mir schon immer ein wenig suspekt vor. Seine Schanklizenz habe ich nie gesehen. Und dass ich in letzter Zeit häufiger Piercingringe in meinem Feuerabendbier finde, gibt mir ebenfalls zu denken. Außerdem ist es mir immer noch nicht gelungen, das Rätsel um den verschwundenen Vorbesitzer Max Mixo zu klären. Andererseits ist er sehr kräftig und groß. Und er hat dieses gewaltbereite Funkeln in den Augen. Ich werde ihn wohl ein... Und das, du... Du spielst nur etwa... Ja, also ich möchte mich anzeigen. Doch nicht etwa dich selbst, oder? Aha. Ich bitte dich. Was will so ein kleines Mädchen wie du schon groß ausgefressen haben? Kinder in deinem Alter sind der einzige Grund, ein so junges Ding wie dich einzusperren, wäre eine Ausnüchterungsmaßnahme. Aber so artig wie du aussiehst, weißt du sicher, dass du keinen Alkohol trinken darfst, richtig? Aha. Na siehst du, wenn du darauf bestehst, kannst du dich natürlich trotzdem gerne einem freiwilligen Alkoholtest unterziehen. Der Apparat ist gleich dort drüben, aber solange du nichts getrunken hast, kann ich dich auch nicht verhaften. Das heißt, ich muss Alkohol trinken, damit ich in die Ausnüchterungszelle komme, die Karte finde und zu Edna durchsprechen kann. Die Karte lag. Sounds like a plan. Okay. Haben wir jetzt alle Zutaten für einen Drink? Wir gucken mal. Gehen wir nochmal zum Barmann und gucken wir mal. Wenn du etwas... Kommt sofort. Das ist übrigens ein alkoholfreier Cocktail. Aber keine Sorge, es sind genügend andere illegale Substanzen drin. Wenn du... Hast du denn auch... Nein, dann... Ich brauche einen Kugelfisch. Wenn du etwas...